instant platzen, wo du platzen könnte. Und somit steht dann der arme Ezreal alleine da. Und das ist halt, denke ich, so der Vorteil dieser Botlane, dass man versucht, mit einmal volle Wucht reinzugehen und sich weniger auf Auto-Attacks zu stützen und auf eine Masse von Auto-Attacks zu stützen, wie es eventuell eine Janna und ein Ezreal tut, gerade mit dem Schild. Auf jeden Fall. So, ich übernehme jetzt hier noch ein bisschen die Ordnung der entsprechenden Champions. Denke, Genau, das ist eine so gute sieht Idee. das ganz gut aus. Wir sehen jetzt auch eine ganz schön große Verteilung. Und das Team Silverforge will hier wirklich in verschiedenen Richtungen gehen. Jarvan beschützt seinen Red Buff und Warwick ist hier gemeinsam mit der Botlane am Start, um ebenfalls den Blue Buff in irgendeiner Form zu schützen. Also wir sehen ja die breit gefächerte Variante, nicht die gemeinsame Invade-Variante. Was hältst du für sinnvoller oder was hältst du für bedrohlicher? Ja, ich sag mal so, das Team von Steam Serverforge hat natürlich jetzt zwei Seiten abgesichert, während gegen Mousetraps nur diese eine Seite absichert. Aber jetzt muss der Jarvan natürlich aufpassen, dass er da nicht irgendwie gecatcht wird. Also es sieht schon sehr danach aus, als ob Lissandra jetzt auf die Top-Lane gehen wird. Habe ich mir ja schon einigermaßen gedacht. Und Warwick dann in der Mitte gegen Lux. Hat er natürlich einen riesen Nachteil, was die Range angeht. Er wird massiv harassed werden und kann am Anfang noch nicht so krass gegenhalten. Hat sich für den Doran's Ring entschieden, das war so ein bisschen prophezeit, hat doch hier das First Blood mehr oder weniger schon bekommen, Ja. indem er hier einen Warte, denke ich, ausgeschaltet hat. Ja, ein kleines bisschen mehr Geld ist hier am Start, der würde sich auf jeden Fall freuen. Aber könnte schwierig werden, wenn Lux da gut, also ihre Arbeit gut macht und vor allen Dingen mit den Spells da gut arbeitet. Der Auto-Attack führt dann natürlich auch zu Bonus-Damage durch ihre Passive. Ja, auf jeden Fall. Also, aber ich denke mal, der Warwick wird da schon, wenn er jetzt Level 3 oder 5 erreicht hat, so die ersten Levels werden ihm dann schon genug Sustain geben mit seinem Q. Also, er wird da, denke ich mal, doch schon ganz schön lange auf der Lane auch bleiben können. Und vor allen Dingen der Rennington hat halt diesen Range-Nachteil gegen eine Lissandra mit dem Slow dann noch dabei. Wird natürlich auch schwierig für ihn. Muss aber dazu sagen, dass er Item-Build-technisch da so ein bisschen den Vorteil genießt, dass er schnell auf die Geistersicht gehen kann, welche ihm sehr, sehr gut steht. Er kriegt Cooldown, er kriegt hohe Magieresistenzwerte und natürlich auch eine bessere Regeneration. Nicht nur durch, nicht nur die normale, sondern auch jene durch seine Fähigkeit. Das bedeutet das Dezimieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Botlane. Der Graves hat natürlich den Vorteil am Anfang. Durch seine Passive kriegt er noch ein bisschen Resist dazu. Also kann da nicht so stark gepokt werden. Aber ja, hat auch nicht so viel Range. Also muss da schon ein bisschen aufpassen, dass er da nicht zu stark gerest wird vom Ezreal. Gerade mit dem Jenna-Schild hat man halt diesen Bonus-AD. Das ist schon nicht gerade ohne. Sehen jetzt gerade einen kurzen Engage auf die Lissandra auf der Top-Lane. Sie muss halt versuchen, in irgendeiner Form gegen zu poken. Beide Jungler sind hier schon bereit. Die Spinne wartet hier in ihrem Netz, wollte ich schon was sagen, auf ihre Beute. Lissandra wird sich aber, denke ich, nicht so weit vortrauen. Und auch Jarvan hat sich da schon zurückgezogen, lässt hier die Top-Lane ihr Ding machen. Oh, jetzt geht sie drauf. Repel trifft sie sogar. Das heißt, Flash ist draußen. Und der Cocoon war absolut göttlich. First Blood für Elise. Nicht schlecht gemacht. Repel. Damit kam sie noch ran und konnte den Red Buff-Stack auf jeden Fall provozieren. Und dann noch mit dem Flash hatte sie Lissandra leider nicht geschafft. Also hoher Verlust von Summoner-Spells und das Ja. First Blood für das Team von Mousetraps. Ja, und der Cocoon war auf jeden Fall richtig tödlich. Also da noch den Cocoon zu treffen, nicht schlecht. Gerade weil Lissandra auch geflasht hat. Sie hat wahrscheinlich auch gedacht, ah, mit dem Flash komme ich wahrscheinlich weg. Und dann kam noch der Cocoon. Nicht schlecht gemacht von der Elise. Zumal ja die Minion Wave wirklich sehr nah dran war, Ja. aber hat auf jeden Fall nicht abkommen können. Wir sehen schon, dass die Botlane, Graves und Sona haben schon ein gutes Harass-Potenzial. Man muss ja bedenken, klar kann Janna mit einer hohen Reaktionsgeschwindigkeit ihren Ezreal schützen, aber man sieht ja schon, dass sie selber viel Leben verloren hat, versucht jetzt gegenzuheilen. Wobei man hier sagen muss, es war ihr letzter Pot und sie verfügt über keine Items mehr, seien es Wards oder Pots. Ja, also sie versuchen dann natürlich schon am Anfang ziemlich zu poken, aber man sieht, also auch wenn der Poke schon ziemlich stark ist, also sie können dem Ezreal wirklich nicht vom Farmen so wirklich abhalten. Elise versucht jetzt hier dazu zu kommen mit dem Repel, aber Kamera wechselt, Ach, was top. zur Folge hat, dass einfach nichts unten passiert. Denn ich denke, dass der Recorder so programmiert ist, dass er weiß, was als nächstes passiert. Wir haben ja die 3 Minuten Verzögerung drin. Genau. Also, er ist schon ziemlich intelligent, dieser Recorder. Dieser Recorder, der geht ja voll ab. Oh, Elise bleibt aber noch da. Grace muss da aufpassen, dass er sich nicht zu weit zonen lässt. Wird jetzt hier repelisiert, wird wahrscheinlich noch über die Wand kommen mit seinem Dash. Kein Problem für ihn, musste kein Summoner Spell verbrauchen. Wichtig für den AD Carry.
Ja, und man sieht also, die Lux hat genauso viel CS wie der Warwick. Also 2 CS mehr sind es momentan. Also der Warwick macht das auf jeden Fall nicht schlecht gegen die Lux. Hält sich da auch gut am Tower, das ist besonders wichtig für ihn. Und er profitiert natürlich immer wieder von seiner Passiven, dass er sich mit jedem Auto-Attack heilt. Und je öfter er das gleiche Ziel trifft, desto mehr ist nicht nur der Damage-Output, sondern auch die entsprechende Heilung. Weshalb man auch einen Warwick nicht unterschätzen sollte. Wenn er wenig Leben hat, stürzt er sich mit der Ulti auf einen Gegner und zerreißt ihn förmlich und heilt sich dabei. Ja. Also ab Level 6 wird das auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich für die Lux. Denn mit Ignite und wie du schon sagst, die Ulti macht auf Level 1 auch schon extrem viel Schaden. Und wenn dann noch vielleicht ein Gank kommt, dann, ja, der Warwick dann hält halt ziemlich lange und da ist das für einen Jarvan dann eine Leichtigkeit, dann noch eine ordentliche Standarte zu schmeißen, um sich dann nochmal an die Lux ranzuziehen. Richtig, diese hat jetzt mittlerweile Level 6 erreicht, hat also noch einen Vorteil. Disengage kommt immer wieder von der Lissandra, aber der Warwick bewegt sich hier richtig gut, hat das Slice and Dice gut abgeschätzt. Er ließ versucht jetzt hier die Botlane zu gängen, Flash wurde provoziert, jetzt die Frage, Kekun ist drin, jetzt kommt aber Jarvan dazu. Die Frage ist, kann man hier die Sona noch bekommen? Ja, Game Over für unsere singende, groß, gut ausgestattete Frau. Aber auch die Jenna hat sich verabschiedet. Schön aufgespießt. Gut gemacht von Suraka Bot, welcher hier als Jarvan unterwegs ist. Das heißt, der Countergank war sehr erfolgreich mit einem 2-2, mit einem 3-1 sogar. Warwick kommt da dazu und das ist halt schrecklich. Er kann aus einer hohen Reichweite jemanden ohne Probleme anspringen, unterdrücken und man kann nichts dagegen tun. Und auch die Toplane hat sogar noch einen Kill geholt, sehe ich gerade. Ganz knapp hat es der Renekton geschafft. Wobei ich hierbei sagen muss, das war ein bisschen prophezeit, denn er hat ganz einfach Vorteile der Lissandra gegenüber, zumal sie hier noch nicht Level 6 war. Ja. Also wenn die Level 6 gewesen wäre, dann hätte sie auf jeden Fall auch einiges Vorteile gehabt, durch ihr Ulti auf sich selbst casten. Und ja, der Warwick hat das super gemacht, ist direkt runtergegangen, hat gesehen, da geht ein bisschen Action, da gehe ich mal hin. Und wie man sieht, hat sich da total gelohnt. Denn sie sind da unten mit 3-1 rausgegangen. Muss ja auch hier dazu sagen, dass er halt eine Attack-Speed-Bonus bekommen sollte, nicht Attack-Speed, sondern auch ein Lauf-Speed-Bonus, sollte jemand wirklich low-life sein, dann merkt man ihn, dann sieht man ihn und er wird halt aufgedeckt, was halt schon fast einem Map-Hack gleicht und das ist halt vielleicht der Vorteil, warum ein Warwick da ein sehr effizienter und auch sehr seltener Pick sein könnte. Es ist halt immer wieder diese überraschenden Champions, die man lange nicht mehr gesehen hat und plötzlich eine hohe Effizienz zeigen oder eigentlich schon immer effizient waren. Bloß man wusste es nicht. Genau, also so war es ja auch letztens mit Talon. Also Talon ist jetzt wirklich nicht der Champion, den man oft sieht. Also den sieht man eigentlich gar nicht mehr. Und man hat gesehen, er ist immer noch super stark. Also er macht richtig viel Schaden und kann auch richtig gut engagen. Also finde ich gut, auch mal solche Champions zu sehen. Oh, Grace wurde jetzt gar nicht hochgeworfen. Ich habe jetzt den CC-Balken gesehen, aber er ist einfach ganz normal lang spaziert, obwohl er hätte fliegen müssen. Das ignorieren wir jetzt gekonnt. Wir sehen jetzt hier, dass Jarvan mit am Start ist. Alle hier Level 6 bis auf die Sona. Ihr fehlt es noch ein ganz schönes Stück an Erfahrung. Trotzdem lässt sich das Team vertreiben. Warwick hier sehr, sehr low wird hier auch bekommen. Ich denke mal, der Stun hat davor gelandet. Und danach ist natürlich kein Problem für die Elise, noch ein Cuckoo nachzusetzen. Also killtechnisch sieht das hier trotzdem sehr ausgeglichen aus. Vor allem dann, wenn man auf die Goldwerte schaut. Ja, auf jeden Fall. Also man sieht halt, die Leute spielen alle in einem ziemlich hohen Niveau. Und da passieren halt echt nicht mehr so riesige Fehler. Also da konzentriert sich am Anfang so ziemlich jeder auf sein Farm. Es wird natürlich versucht, ein paar Kills zu machen, aber niemand overextendet oder lässt sich da doof abreißen. Also das ist schon echt sehr, sehr gut. Das Team von Serverforge hat es jetzt auch gut gemacht, dass sie den Botlane Tower gemeinsam mit dem Jungler einreißen konnten. Renekton versucht das so ein bisschen zu bestrafen, indem er sich den Red Buff klaut. Könnte ein gigantischer Vorteil auf der Toplane sein. Vor allem, wenn er es schafft, an sich ranzukommen und eventuell die Kralle von der Lissandra schon vorher zu provozieren. Denn das ist ja so ziemlich ihr einziger, richtig sicherer Escape Spell. Ja. Ja, aber trotzdem, auch wenn die Lissandra 0-2 hat, oh, man sieht jetzt hier auch engaged. Schon. Da ist ja der Renekton. Engage wird jetzt aber hier abgefangen. Die CC reicht aber nicht ganz aus, um ihn wegzuholen. Kralle kommt jetzt hier durch. Damasia versucht hier noch genug Schaden rauszuholen. Schafft es auch. Lissandra kriegt sogar noch den Kill. Ganz wichtig für sie. Sie zieht sich weit zurück. Muss aufpassen, dass die erste Ulti da nicht durchkommt. Konnte der ganzen Geschichte noch dodgen. Beide hier mittlerweile relativ low. Aber auch die Spinne kriegt ja schon ordentlich Damage ab. Lissandra traut sich aber nicht weiter rein. Kralle war noch nicht vorhanden. Wenn es so wäre, hätte sie locker noch die Lissandra bekommen. Warwick mittlerweile hier am Ausrasten in der Mitte, zerkratzt hier das Gesicht von der Lux. Reicht aber damage-technisch noch lange nicht aus. Da ist auch der Schild, wenn sie es schafft, den Schild vorher rauszubringen, enorm praktisch, um viel Schaden zu verhindern. Auf jeden Fall. Die Lux hat sich jetzt hier für eine Träne entschieden. Sieht man auch sehr selten eigentlich.
Aber ist halt gegen das Team. Ja, weiß ich nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, Lilux baut vielleicht sogar ein Fiends Unholy Grail, weil gerade halt Warwick viel AP-Schaden macht und auch die Lissandra natürlich, darf man nicht vergessen, auf der Toplane auch nur AP-Schaden macht. Oh, wir sehen es in Engage auf der Botlane. Und man sieht noch, wie groß der Burst-Damage ganz einfach ist. Beide ungefähr gleich low. Kommt zwar noch weg durch eine gute Reaktion von der Janna, aber das war halt eine schreckliche Kombination. Ja. Sona geht sofort mit der Ulti rein, Grace ballert mit seinem Bugshot jeden mehr oder weniger ins Gesicht. Ulti sofort in der, hat nicht ganz für den Kill gereicht. Trotzdem enorm viel Schaden rausgedrückt und halt, ja, die Ulti von der Janna provoziert, welche einen vergleichsweise hohen Cooldown hat. Ja, also da hat man einfach gesehen, wieso Graves auch bei den in dem asiatischen Raum sehr oft gepickt wird. Er macht halt einfach so viel Schaden. Also die Sona-Ulti macht natürlich auch ein bisschen Schaden, aber man hat einfach gesehen, der Bugshot mit der Ulti, das war einfach tödlich. Also da war so viel Schaden. Wenn die Janna nicht direkt reagiert hätte mit ihrer Ulti, wären die auf jeden Fall beide gestorben. Ich bin jetzt auch, dass sofort der Dragon unten gewarnt wird. Jarvan engaged hier so ein bisschen auf die Elise. Zieht sich aber zurück, hat auch sich das für das aggressive Jungle-Item entschieden. Dadurch wird natürlich sein Schaden geboostet ohne Ende. Aber muss halt schauen, dass er mit der Tankiness klarkommt, denn er wird, denn, denke ich, diese Rolle noch einnehmen müssen, solange Warwick noch nicht seine Core-Items hat, was seine Resistenzen angeht. Er kann halt tanky gehen und trotzdem viel Schaden raushauen. Ja, also er arbeitet dann später halt ziemlich viel mit Cooldowns, also ziemlich viel mit seinem Q, das macht halt ziemlich viel Schaden. Dann natürlich baut er sich hier Witzend, hat er jetzt auch fertig. Macht natürlich mit jedem Auto-Attack nochmal zusätzlichen magischen Schaden. Also macht dann noch, auch mit der Ulti, das skaliert auch mit der Ulti. Macht natürlich dann schon ganz ordentlich Schaden. Und ja, Warwick wird dann wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen tanky bauen. Muss jetzt auch bedenken, dass es gegen die Mitte eine hervorragende Wahl war, weil er kriegt ja eine Magieresistenz dazu und stiehlt sie von dem Gegner. Das heißt, die arme Lux hat lediglich 42, wenn man bedenkt, dass er da 25 reduzieren kann und selber noch 8 Penetration hat, noch die 8%, also er richtet fast True Damage an. Ja. Und da sollte sich auf jeden Fall die Lux vor in 8 nehmen. Toplane wurde jetzt hier die Ulti von dem Renekton provoziert. Die Sandra konnte sich da durchsetzen, hat aber auch ihre wirklich coole und lastige Ulti verbraucht. Jetzt engaged hier der Warwick, man sieht schon, wie viel Schaden, das ist gutes Binding von der Lux, muss ich schauen, dass sie unterm Tower eventuell die Safe ist. Double Flash! Aber kein Kill für den Warwick. Jedoch hat er die Sicht und die hohe Move Speed, die eben die hohe Verletzlichkeit von der Lux ganz einfach gibt. Wird jetzt auch hier kurz festgehalten, aber man hat gesehen, der Schaden war durch das Witzend schon katastrophal hoch. Ja, also wie du schon gesagt hast, er macht halt auch mit dem Witzend 42 Bonus magischen Schaden. Und wenn er halt keine Resis mehr hat, dann macht er halt auch echt mit dem Witzend auch True Damage, quasi diese 42. Und das ist schon ganz ordentlich. Oh, Flash wurde nun provoziert. Dragon wird immer noch von dem Team Serverforge versucht. Ist auch relativ low. Die Frage ist, kann man damit den Repel effektiv arbeiten? Damit die schafft sogar noch den Steal. Wenn sie jetzt stirbt, ist das kein Problem. Das hat sich mehr als gelohnt, wenn man auf den Gesamtgoldwert schaut. Ja, also super gemacht auch wieder. Haben wir auch schon im letzten Games gesehen. Also die Jungler machen da echt einen richtig guten Job mit dem Smite. Also kann man nicht anders sagen. Sehr schön gesmited. Obwohl Team Serverforge da in der Überzahl war, haben sie es nicht geschafft, den Dragon zu sichern. Richtig, Kills war zwar dann noch da, aber ich denke, das kann sich bereits über die Lissandra locker gefallen lassen. Auch geldtechnisch ist es halt identisch, obwohl das Team von Serverforge einen Tower mehr hat. Und das ist also wieder der klassische Engage. Man geht jetzt auf den Supporter und das war quasi prophezeit. Die Janna zerreißt es sofort. Und das ist halt der Vorteil dieser Kombination, dass man nicht gezwungen ist, hart auf den ED zu gehen. Es lohnt sich in einigen Fällen, den Supporter komplett zu zerreißen. Und Janna hatte ja keine Chance gehabt und wird hier noch ein bisschen ausgelacht. Ja. Hatte auch einfach, wie du schon gesagt hast, gerade war halt der Vorteil, der Ezreal war in der Ulti drin, aber die Janna nicht. Und dadurch konnte die Janna noch ihren Monsoon anmachen, aber diesmal war es einfach so, die stand sofort in der Ulti von Sona und dann kam auch direkt der Ignite von Sona und gleichzeitig die Q-Air-Kombo von dem Graves. Und da sieht man einfach, da hat die Sona nichts mehr entgegenzusetzen, also die platzt einfach weg, die Janna. Und ja, war schön gemacht. Und natürlich sicheres Gold. Genau, bringt entsprechendes Gold, das wollte ich gerade sagen, für das Team von Serverforge. Auch Grace, was die Kills angeht, wirklich gut am Start. 2-0-3 ist schon eine ordentliche Adresse. Er hat sich auch für den Blutdurster als erstes entschieden. Ist, denke ich, eine logische Wahl, weil dann durch der Schaden an sich stark erhöht wird. Das ist halt das größte Damage-Item, ausgenommen von dem Schwert des Okkulten. Das wollen wir aber nicht als offizielles LCS-Item oder LCS, auch nicht als Dr. Pepper Cup-Item zählen. Genau. Was mich hier ein bisschen wundert, ist, dass der Renekton hat sich hier für Tiamat entschieden, auch sehr ungewöhnlich eigentlich. Also ich hätte schon gedacht, er baut sich ein bisschen Magieresistenz, hat sich jetzt aber hier doch den
ein Tiamat gebaut. Oh, Facecheck wieder von der Janna. Muss da aufpassen, dass sie da nicht so viel Schaden kriegt. Wird jetzt hier noch flashen müssen. Man kann dann ohne Probleme noch auf Dancery gehen. Dieser Out of Mana. Trotzdem, Tiamat eine echt kranke Entscheidung. Klar, hat er dadurch einen starken Clear. Er hat auch einen guten Sustain durch diesen Item. Also es bringt ja auch eine ordentliche Menge HP-Regeneration. So ist es nicht. Trotzdem bezweifle ich die Effektivität. Man muss aber dazu sagen, das Team von Mousetraps ist ein bisschen erfahrener als wir, wenn man lediglich auf das Gameplay schaut. Und vielleicht überrascht er uns durch dieses Item später in den Fights, denn er hat ja ohnehin eine hohe Tankiness durch seine Ulti. Auf jeden Fall. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was da noch so kommen wird. Warwick engagiert jetzt hier ohne Problem auf die Janna. Sie ist halt hier das absolute Opfer, was die fehlenden Resistenzen angeht. War lediglich 220 Gold wert, ist also definitiv nicht der volle Wert. Der Warwick tankt hier noch ein bisschen den Tower. Mittlerweile ist man halt zu viert und Lux kommt jetzt dazu. Muss aufpassen, dass sie da hier nicht gecatcht wird. Der Schaden von dem Graves ist super hoch. Damacia hier ebenfalls am Start. Das heißt, sie kann in den Pit eingeschlossen werden. Auch Jarvan, super freundlich, hat den Kill an die Stone abgegeben. Ja, und das ist halt das, was wir angesprochen haben. Also der Warwick engaged und dann kann natürlich der Jarvan ohne Probleme mit seiner Standarte und seinem Q da rein engagen. Da kann die Janna überhaupt nichts mehr machen. Und man sieht halt auch, der Warwick macht einen unglaublichen Schaden. Jetzt mit den Sorcerer Shoes macht er halt auch echt an allen Targets, die keine Magieresist decken, True Damage durch diesen Stil. Und ja, man sieht schon, der rotzt auf jeden Fall richtig gut raus. Der große Vorteil in Witzend liegt ja auch darin, dass das ganze Team davon profitiert. Und wir haben halt noch Lissandra als E-Pealer am Start. Dadurch ist sie auf jeden Fall, was den Damage angeht, stark geboostet. Sona müssen wir ebenfalls noch dazu rechnen. Ja, also ein zweites Mal schon mit dem Warwick hier in dem Dr. Pepper Cup. Und ich muss sagen, bis jetzt gefällt er mir jedes Game echt sehr gut. Vielleicht wird es auch in der nächsten Runde eventuell noch ein Bann sein. Das heißt, wir sehen eventuell Talon und Warwick gebannt, weil es echt unnormal ist, weil dadurch sind dann große Champions noch frei. Jetzt engaged hier der Renekton, hat auch seine Spinne als Kumpel noch dabei, fällt aber langsam, aber sicher. Nein, er schafft das wahrscheinlich. Nein, er stirbt noch. Schönes Ignite noch durch den Warwick, aber ihn hat es ebenfalls zerrissen und die Lissandra wird nicht weiter gefokust. Man hat vielleicht auch auf der Botlane gesehen, dass sich der Jarvan da nähert. Ist natürlich ein absolutes Dive-Monster. Die Lies versucht sich da noch mitten im Ward zu schützen und Jarvan zieht sich zurück. Knappe Geschichte, aber der Renekton, den hat's halt zerlegt. Er hat halt seine Hydra fertig. Ist ein absolut tödliches Damage-Item, keine Frage. Aber er platzt. Kein schön auf schnell. Jeden Fall, ja. Also auch die Lissandra hat sich jetzt auch Sonjas Hourglass fertig gebaut. Ist natürlich jetzt dadurch auch nochmal eine ganze Spur tanky mit der ganzen Rüstung, die da drauf sind. 50 Armor, natürlich schon ganz ordentlich gegen den Renekton und auch gegen den Ezreal. Und ja, man sieht auch, der Warwick baut hier eine Chainvest und einen Negatron Cloak. Also er baut jetzt echt mehr so in die Tanky-Richtung und macht halt auch durch sein Witzend und durch sein Q ordentlich Schaden, obwohl er so tanky ist. Der einzige Nachteil, den er zurzeit mehr oder weniger genießt, ist halt der Farmunterschied zwischen dem Warwick und der Lux ist unglaublich groß. Das Gesamtgold ist vielleicht nur lediglich 400, 500 Gold Unterschied. Trotzdem ist halt der Farm da wichtig und da kommt er zurzeit nicht richtig hinterher. Roamt aber auch sehr oft. Ja, also er versucht da schon die anderen Lanes durchzubringen. Haben natürlich auf der Botlane schon den Inner Turret da kaputt gemacht, schon zwei Turrets gepusht. Aber die Lux hat sich auch genau das richtige Item gekauft, finde ich. Also mit dem Morellonomicon hat sie halt diese Wunde, die sie auf den Warwick verteilen kann, sobald er ein bisschen low ist. Und ja, dann wird es halt auch schwierig für den Warwick, sich da noch ein bisschen gegenzuregen. Zumal sie auch ja viel Flächendamage anrichtet, also auch andere Ziele davon befängt. Jetzt wird hier engaged auf den Ezreal und er ist halt sehr, sehr low. Warwick wusste jetzt nicht richtig, ob er weiter engagen sollte. Kriegt jetzt hier auch volle Wucht die Ulti. Er muss halt schauen, dass er da so ein bisschen länger umlebt. Das Merolomonikon ist hier schon am Debuffen, reicht aber nicht ganz aus. Warwick kommt weg. Unglaublich tanky, trotz des vergleichsweise wenigen Lebens, aber 120, 120, beziehungsweise, oh Gott, die Magieresistenz steigt hier einfach mal auf 160 an. Wenn er mit dem Witzend arbeitet, stirbt halt nicht. Ja. Aber man hat schon gesehen, wie wirksam dieses Morellonomicon ist. Also ich denke mal, ohne diese 50%, die man halt durch diese Grievous Wounds bekommt, hätte sich Warwick auch locker da alles gegenheilen können. Oh, der Grace hat es nicht ganz über die Mauer geschafft. Muss jetzt aufpassen, dass er sich nicht... Denn geht schon schön gemacht! Noch von der Sona, dass sie da die Ulti raus hat. Hat nicht ganz zum Kill geführt. Auch Janna hier wieder ultra klassisch am Disengagen von dem Jarvan, aber sein Cooldown beträgt lediglich 104 Sekunden, ihre Ulti 40 Sekunden länger. Muss man schauen, dass man diese Zeit irgendwie sinnvoll überbrückt. Ja, also auch die Lissandra macht das sehr gut oben. Hat da echt 30 CS mehr als der Renekton und das sind mal eben knappe 800 Gold. Also
Das macht sich schon bemerkbar. Die hat natürlich jetzt auch schon ordentlich Rüstung gesteckt. Durch dieses Sonjas Auglas. 120 Armor. Renekton hat keine Armor Pen. Also wird nicht so viel Schaden machen an ihr, auch wenn er das Tiamat hat. Muss ja auch dazu Hydra sagen, dass er auch keine Boots weiter gebaut hat. Ich denke mal, die Milky Threads werden seine Wahl sein. Trotzdem halt noch sehr unmobil für diese Zeit, hat aber noch den eigenen Tower, wobei dieser Tower auch nicht mehr allzu schön aussieht. Muss halt schauen, dass er da nicht Kills abgibt, denn Serverforge drückt ja schon ganz ordentlich. Der Vorsprung an den Kills sieht dramatisch aus und auch an den Türmen, aber der Gesamtgoldbetrag ist noch vergleichsweise verhalten. Ja, dadurch, dass die Lux halt echt 70 oder 60 CS mehr hat als der Warwick, das macht halt schon ein bisschen Unterschied, denn... Oh, jetzt wird hier engaged und der Renekton muss aufpassen. Grace ist jetzt ebenfalls schon mit dem Red Buff und er wird niemals wegkommen. Gerade durch den Mangel der Schuhe schafft jetzt auch hier noch den Kill an die Lissandra abzugeben, die das gut vertragen kann, denn Grace ist hier allein schon durch die Assists und durch den guten Farm oder, naja, einen relativ guten Farm, wenn man das jetzt mit Lissandra vergleicht, noch am Start. Man teilt sich da rein, ist da mehr oder weniger solidarisch. Auf jeden Fall und das ist genau richtig. Man sieht schon, der Grace kann natürlich auch schon ordentlich stressen, macht richtig viel Schaden und ist halt sehr mobil. Lissandra ein bisschen sehr mutig, muss da aufpassen, dass da nicht andere Teammitglieder dazukommen, denn das Team von Mousetraps versucht jetzt hier so gut wie es geht noch die Mitte zu drücken. Diesen Tower würde man auf jeden Fall nicht lange sehen, zack, zwei Auto-Attacks reichen da aus, ist kein Ding. Man hat jetzt schon das früh das Mana-Mune gestackt, beziehungsweise gebaut, das dauert ja jetzt eine Ewigkeit, ehe das voll ist, davon würde aber, denke ich, nicht weit entfernt sein. Nee, also das ist ja sowieso dieser modifizierte Blue-Build momentan. Man spielt ihn ja jetzt nicht mehr auf dieses Jungle-Item, sondern auf den Blutdürster und dann direkt Mana-Mune und die Iceborne-Gauntlet. Und ja, dann hat man halt diesen Life-Leech, den man halt vorher nicht hatte, hat man halt dadurch kompensiert und macht halt auch ziemlich viel Schaden mit Autotext durch den Schaden durch den Blutdürster. Oh, jetzt sehen wir auch einen sehr, sehr mutigen Engage auf den Baron. Warwick kann da gut was wegtanken. Auch der Schaden ist da sehr, sehr hoch. Er hat noch nicht die Klinge des gestürzten Königs. Wird sie auch, denke ich, schon wieder schöne Ulti von der Sona. Wird zwar hier selber noch erledigt. Trotzdem haben wir hier 1:1 noch traden können. Die beiden Supporter haben sich sofort verabschiedet. Aber Warwick hier auf der Jagd dodgt hier mit seiner hohen Move-Speed ohne Probleme. Das Q von der... Oh, jetzt kommt ja die Sandra so wieder mit der Klassenkombination. Nach sie sich unverwundbar, doppelt unverwundbar sogar. Nicht schlecht gemacht, Serverforge hier durchgebratzt und Ezreal war nicht da. Ja, das war ein bisschen ungünstig für den Ezreal und auch sehr schönes Crescendo wieder von der Sona, also die macht hier richtig gute Engages, also das hat halt alles eingeleitet, dieser Crescendo von der Sona dann mit dem Jarvan Ulti und auch die Lissandra, man hat halt gesehen, wie stark dieses Sonja Hourglass mit dem Selfcast von der Ulti ist, man überlebt halt einfach ziemlich lange. Richtig, und der Flächendamage sollte ja auch nicht unterschätzt werden, kann halt alle drumherum festhalten. War in dem Fall auch relativ wichtig, trotzdem mal diese Pseudo-Bedrohung. Man weiß nicht genau, wie man fokussen soll und Graves ist ein attraktives Ziel, keine Frage, aber auch extrem tanky und das darf man halt nicht unterschätzen. Wenn man jetzt hier auf seine Passive schaut, welche er 10-mal stacken kann, sie selber ist gerade nicht aktiv, aber er kriegt halt 30-30 und das ist ein fettes Item, muss ich sagen. Auf jeden Fall, gerade wenn er dann auch bei Jarvan steht, kriegt er halt auch nochmal durch dieses Runic Bulwark nochmal schöne Resis dazu. Also wenn Graves in Combat ist, ist er auf jeden Fall schon ziemlich tanky und natürlich auch hat er wieder sehr gut gestanden und war sehr gut positioniert einfach und ja, dann kriegt man den auch nicht so schnell. Gut, jetzt hier so gut wie es geht noch zu warten, Sona mit den Pink Wards am Start. Versucht da so viel wie möglich zu clearen. Dieses Item ist natürlich jetzt gerade wichtig. Vor allem dann, wenn man noch kein Orakel trägt. Hier die Supporter betteln sich da gegenseitig. Ist aber wichtig, um dann Sicht für die Verbündeten zu bekommen. Cocoon trifft hier auf den... Oh, Lissandra kam nicht rein! Muss halt schauen, dass sie da nicht direkt engagen konnte. Jetzt in dem Moment wurde da kurz hochgeworfen. Kralle jedoch nicht voraktiviert. Das hatte ich, sah jetzt optisch ein bisschen irritierend aus. Muss aber aufpassen, dass sie da jetzt nicht zu stark engaged wird. Ist aber auch nicht direkt ein attraktives. Sie weiß sich unglaublich gut wehren kann. Ich denke, die Spinne wird sich hier gleich verabschieden. Ulti von dem Ezreal trifft hier ganz gut. Lissandra ganz, ganz vorne im Feind. Man versucht jetzt hier den Grace so gut wie es geht zu verteidigen. Das Krokodil verabschiedet sich. Jarvan geht hier mit seiner Super-Ulti rein. Schöne Ulti von dem Grace aus 100 Kilometern. Trifft hier auf jeden Fall. Und Warwick ist halt noch am Start. Kann jetzt hier lang genug festhalten. Schön das ganze Team geaced, ohne jemanden zu verlieren. Und obwohl die Lissandra so aggressiv wurde. Ja, man hat halt einfach gesehen, wie stark echt dieses Sonjas Hourglass mit der Ulti ist. Sie kann auch ohne ihr Team so lange überleben, bis der Rest vom Team halt ihr joint. Also sie kann halt auch ohne das Team einfach, ja, 5, 6, 7, 8 Sekunden lang überleben und auch noch währenddessen Schaden raushauen. Und das ist das, was an Lissandra momentan so stark ist.
haben jetzt auch gesehen, dass der Engage von der Lissandra an sie, nicht der Lissandra, sondern der Elise, äußerst gefährlich war. Sie hat natürlich dann viel Damage abbekommen, was in irgendeiner Form gut ist, wenn man es schafft, diese Tanky-Rolle, die sie jetzt gerade einnimmt, zu erfüllen. Problem war aber, dass der Renekton mehr oder weniger alleine da stand. Er wollte vor zu dem Graves, hat auch viel Schaden zugefügt, was auch der Hydra geschuldet ist. Hm. Aber wenn zwei Leute den Graves verteidigen und das halt mit allen den Spells, die sie zur Verfügung haben, gerade die Sona, kann er halt immer wieder heilen. Das darf man nicht unterschätzen, weil das ist ja nicht nur ein Heal, sondern ebenfalls eine Erhöhung der Resistenzwerte. Und wir haben ja vorhin schon besprochen, dass Graves da ein Bollwerk mit sich trägt. Auf jeden Fall, ja. Jetzt hier das versucht wird, ihn zu stealen, und Warwick Ulti ist schon wieder am Start gewesen. Zack, Elise verabschiedet sich da, hat er versucht noch den Dragon Steal zu holen, hat nicht ganz geklappt. Und das Team von Silverforge jetzt in einem gigantischen Vorteil, vor allem wenn man aufs Geld schaut. Ja, 12.000 Gold, also das ist schon echt ein Puffer, was man sich erstmal erarbeiten muss. Also gerade auch die Carries, wenn wir uns die mal anschauen, 4-0, 10 Graves. Dann haben wir den Warwick mit 6-2, der nur 56 Sekunden Cooldown, oder 48 Sekunden sind es momentan sogar nur, Cooldown auf seiner Ulti hat. Also er hat echt wirklich in jedem Teamfight oder in jedem Fight allgemein hat er seine Ulti ready und kann natürlich, wie gerade auch auf die Elise, super geil engagen und macht halt auch super viel Schaden. Da stimme ich dir vollkommen zu, hat auch, denke ich, mittlerweile die 40% Marke, ja, mit dem Herz aus, mit dem Frozen Heart, Herz aus Frost, mit dem Frozen Heart und der Spirit Visage. Absolut kein Ding, da seine Fähigkeiten ohne Probleme zu spammen und wenn man es richtig macht, sogar die Cooldown zweimal in einem längeren Fight einzusetzen, einmal zum Engagen und vielleicht nochmal bei einem Chase, sollte es etwas länger dauern. Bei Lux ist das sehr, sehr ähnlich, was ihre Ulti angeht, aber natürlich etwas schwieriger da zu landen. Oh Gott, und das ist halt das Problem, der Renekton kriegt so viel Damage. Weil er einfach keine tanky Items hat, ist ja wirklich mit der Hydra All-In gegangen. Auch der Warwick überlebt hier noch relativ lange. Schönes Crescendo. Kann auf jeden Fall da noch die Spinne ein bisschen weghalten. Reicht aber nicht ganz aus. Warwick verabschiedet sich. Graves wird hier immer weiter an HP verlieren. Spinne kriegt hier noch einen Kill. Das war ärgerlich. Man hatte den Baron und verabschiedet sich schon mit zwei Teammitgliedern. Vielleicht sogar noch einem dritten, wenn das Repel von der Reichweite her connecten kann. Ja, wirklich schade. Also der Warwick war da dann doch schon ein bisschen zu tief drin, wurde dann ziemlich viel zerzählt und man sieht, man kann auch den Warwick mit solchen Resis trotzdem noch töten, also der Schaden ist auf jeden Fall da. Lissandra geht hier nochmal rein, muss aufpassen, hat natürlich den Vorteil gehabt, dass der Ezreal schon weg war, kriegt hier auch noch den Supporter, wow, was für ein gutes Timing und ein bisschen ungünstig von dem Ezreal, dass er da gegangen ist, muss aber auch hier die Botlane verteidigen, weil Druck wurde hier in der Mitte gemacht und das wird halt noch so lange sein, solange der Inhibitor ganz einfach nicht steht. Ja, also man sieht auch schon, der Ezreal kann überhaupt nichts gegen den Jarvan machen. Er hat einfach nicht den Schaden, um den Jarvan da vom Tower abzuhalten. Oh, gemeinsam könnte es klappen. Nein, die Sandra ist ebenfalls da. Schön gedodged. Leider nicht getroffen, platziert auch einen Part, um zu markieren. Da war ich. Und ich werde es noch in die Base schaffen. Ja, also wenn wir uns mal den Farm anschauen, also die Lux ist natürlich immer noch vorne, aber durch diese ganzen Kills, also man sieht halt auch, wie wichtig Farm ist, denn die Lux liegt wirklich nur 600 Gold, obwohl es so einen Unterschied in diesen ganzen Kills, Baron, Dragon gibt, liegt die Lux nur 600 Gold hinter dem Warwick. Und die Lux hat 3 Kills weniger und 4 Assists weniger als der Warwick und hat aber trotzdem noch so viel Gold. Richtig, holt natürlich alles durch den Farm raus. Man muss auch sagen, dass der Ezreal gut dabei ist, aber die 5 Kills von Graves machen da halt schon das Core-Item auf, wobei sie auch in unterschiedliche Richtungen einschlagen. Sona muss jetzt hier flashen, will natürlich die Wards ausschalten, sollte aber nicht sterben, so wie Warwick es quasi gerade gesagt hat. Wurde gerade sehr hoch geworfen, Lissandra ist noch nicht da, kommt jetzt hier aber dazu, Warwick engagiert hier auf die Elise, sehr, sehr tanky ist natürlich, die Lissandra geht hier ebenfalls dazu, kann sich wieder tausendmal selbst schützen, oh Gott, das Auglas wird aber, denke ich, nicht reißen, weil sie bekommt ja mindestens Zauberkugel, schafft aber noch das Ignite auf die Janna, diese verabschiedet sich ohne Probleme, 3 Kills für einen, da war Lissandra ein bisschen zu weit vorne, auch Grace hier unglaublich aggressiv, wird aber auch deswegen bestraft, wenn man jemanden am eigenen Nexus oder am Tower eher versucht noch zu töten. Trotzdem, das Team Silverforge hier unglaublich aggressiv. Warwick ist ja noch am Start, eine hohe Attack-Speed, kann hier den Tower einreißen. Bufft natürlich auch seine Verbündeten, was hier Attack-Speed angeht und mit der Standarte ist halt mehr oder weniger allen geholfen. Ich glaube nicht, dass man hier noch weiter versucht, Druck zu machen. Muss halt schauen, dass man in irgendeiner Form noch den Ezreal abfangen kann. Warwick weiß nicht genau, wo er langlaufen soll. Hat jetzt seine Ulti erst wieder am Start. Könnte jetzt jemand anspringen? Macht er auch, heilt sich so gut wie es geht hoch, aber das Morello leistet da gute Arbeit. Schafft es aber nicht. Schild von der Lux sehr effektiv, war aber knapp.
Sehr krass, wie viel Schaden davon dem Warwick noch kam. Also hätte ich niemals gedacht. Also die Lux, der Warwick hatte ja echt nur 3 oder 4% HP und dann kommt der da auf die Lux und man sieht einfach, wie krass der sich hochheilen kann und die Lux hat überhaupt keine Chance, den da zu töten. Also wenn die Teammates da nicht gekommen wären, dann wäre auf jeden Fall die Lux gestorben. Richtig, alleine hättest du das sehr wahrscheinlich nicht geschafft. Vorteil war, dass sie das Morello procken konnte und er sich nicht so krass hochgeheilt hat, wie es normalerweise der Fall gewesen wäre. Aber sein Ultima war ganz einfach auf cool und es waren wirklich nur diese 1, 2, 3 Sekunden, plötzlich war es da und er springt natürlich dann das attraktivere Ziel von beiden an, denn man muss hier dazu sagen, an Lux wird nach wie vor, ja, es wird nach wie vor True Damage angerichtet und das ist halt äußerst bedrohlich für sie. Ja. Und wenn sie sich das Morellonomicon nicht gekauft hätte, dann sieht man ja einfach, Warwick hat sich schon gegen das Morellonomicon richtig krass hochgeheilt. Und wenn das Morellonomicon nicht gekauft worden wäre und er kein Ignite ready hätte, die Lux würde einfach niemals gegen den Warwick gewinnen. Sie hätte einfach überhaupt keine Chance, da irgendwas zu machen. Itemtechnisch können wir jetzt schon sehen, dass das Gauntlet beim Ezreal fertig ist. Muramana schon etwas länger am Start und auch der Renekton hat sich dazu entschieden, das Sunfire nun zum Ende zu bauen. Dadurch etwas tankiger oder so tanky, wie man es eingeschrieben erwartet. Er drückt viel Schaden raus, ist aber noch ein bisschen butterweich und auch die Elise ist noch nicht der Tank, der sie sein soll. Das heißt, Team Serverforge holt hier ohne Probleme den Baron. Ja. Also der Renekton auf jeden Fall. Wird er sich vielleicht auch fragen, ob es vielleicht die richtige Entscheidung war, hier Hydra zu bauen. Also Lissandra hat natürlich auch schon ordentlich Magiedurchdringung mit den Sorcerer Shoes und dem Haunting Geist. Also sie macht da schon ganz ordentlich Magiedurchdringung. Und der Renekton hat auch nur die Mercury Treads und auch die Lux hat sich gar keine Magie. Oak of Grace wird jetzt hier engaged. Sofort alle Fähigkeiten drauf. Die Carry nicht mehr vorne. Jetzt kommt aber eine schöne Crescendo von der Sona. Sie wird jetzt ein bisschen weggepustet. Jarvan ebenfalls noch am Start. Und ja, der Renekton kann hier ein bisschen Schaden rausholen. Das stimmt schon. Aber es sind wieder 4 Teammitglieder nur für einen gefallen. Das heißt, man hat eigentlich von Anfang an nur zu viel gekämpft. Klar, die ein oder andere Ulti provoziert. Alle Springen ist nochmal Triple Kill für den Warwick. Also er zieht es hier gnadenlos durch. Obwohl der Engage-Moment gar nicht so schlecht war. Der Graves war sofort weg. Ja, aber man sieht einfach bei dem Gold-Vorteil, den man jetzt hat und dem Baron-Buff, da macht es einfach auch keinen, sag ich mal, nicht so viel Unterschied. Selbst wenn der Graves jetzt sofort weg war. Aber man sieht einfach die anderen Mitglieder, der Jarvan, der Warwick und auch die Lissandra, die machen so viel Schaden durch diesen ganzen Gold-Vorteil. Das Team von Team Serverforge. Das Team Serverforge holt hier also den Erd.